So, ich muss mir trotzdem mal kurz schauen hier. Was ist denn hier auf der Karte? Was sagt meine Karte? Die Karte sagt jetzt erstmal nicht viel. Moment, hier ist was. Da war gerade was. Da war was. Oder? Nee, das hört sich nur so an. Schade. So, bam. Oh nee, ich hab zuvor. Oh, ich hab das zu früh gemacht. Na gut. Müssen wir jetzt hier vielleicht mal ein bisschen. Nee, anders dashen werden wir jetzt hier nicht. Ich will jetzt ja trotzdem ein bisschen was rausbekommen. Wir sammeln jetzt mal so viele Gegner wie möglich an. Damit die mir alle folgen. Kann ich die immer alle zur selben Stunde kaputt machen. Und da hinten ist noch so ein Dünenteufel oder was auch immer das ist. Ei, das ist ja geil. Bam! Und nochmal so schön war. Bam! Sehr schön. Zack, 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 puh. Und zack. Das wollte ich jetzt hier nicht. Zack. Und noch einer. Die auch noch. So, alle Gegner tot. Und das Jolt haben wir auch mit dabei. So. Hier kommt man dann wahrscheinlich wieder irgendwo ganz besonders hin. Was ist das denn? Ah, okay. Anscheinend nur ganz normale Winde. Nichts Besonderes. Ah. Ach, das ist ja mies. Na ja gut, man kann sie einfach umrennen. Schade aber, dass man die Gegenstände nicht so schnell bekommt, wie die Gegner sterben. Muss man den immer noch mal umdrehen. Ah, hallo. So, hab. So, hab. Ja, genau, der Schlag ist cool. Der fetzt. Und alle. Hab. Und nochmal ein bisschen Damage drauf. So, und jetzt noch die. Und alle. Hoppala. Hopp. Und zerstört. Genauso wie den. Ach so, das ist ja eine Hammer-Taste hier. Und dann immer noch. Na gut. So schnelle Kämpfen zwischendurch gegen die Skelette reicht es auch aus. Wo muss ich denn hin? Ich muss hier erstmal nach rechts. Dann hier runter. Dann hier rüber. Wieder hier rüber. Und dann dahin. Und dann hier runter. Alter, wo komme ich denn hier hin? Das wird jetzt mal echt interessant, wo ich hier rauskomme. Ich hätte natürlich auch am Anfang gleich E drücken können. Das wäre dann auch eine mögliche. Alles möglich gewesen. Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich auf alle Fälle tot. Es sieht mir nicht so aus, als ob man hier lang gehen kann. Geschweige denn lang gehen darf. Was ist denn hier? Ja, super. Ach, mal gucken, hier weiter. Jetzt bin ich unter der Brücke. Das ist ja cool. Und nach oben klettern, bitte. Sehr schön. Fuck. Es hat sich fast so angehört, als ob mich irgend so eine Art Feld wieder zurückgedrückt hat. Sieht so aus, als ob dann irgendwann mal die Brücke einstürzt, wenn das Zeug hier explodiert. Na gut. Oh, zum Glück, ey. Ja, das sieht mir so aus, als ob hier irgendwas Besonderes drin sein könnte. Oder es ist bloß zur Deko, das kann natürlich auch sein. Oh oh. Ah, shit! Na super, ich bin tot. Okay, wir probieren es nochmal, vielleicht klappt's ja. Und haben wir uns wieder mal festgesetzt hier, wundervoll. Und nochmal, was so schön war. Ah, shit. Na gut, man kommt hier nicht mehr weiter. Das ist jetzt ziemlich gemein. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier hochklettern. Ich könnte natürlich auch Schnellreise machen, aber ich glaube, das Klettern geht fixer. Alle, ja. Und wieder nach oben, bitte, wenn es geht. Der hört sich an wie ein Pferd. Katadum, 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 katadum. Tak, 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 tak. Und wieder nach oben. Das ist echt wie ein Pferd hier, der Typ. Hallo, jetzt. Ich dachte schon, ich falle hier noch runter. Na gut, das ist ein Mega-Türlein. Da müssen wir nochmal. Goldene Arena. Und hier ist wieder so ein Schlangenschrein. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendwas ganz Besonderes sein. Ah, und hier sind unsere beiden
Schätzchen, die ich noch brauche. Hier sieht das aus, als ob das irgendwie von hier unten reinkommt. Aber na gut, Psycho-Charon, keine Ahnung, wie ich das... Moment, Cameron, nicht Charon, Cameron. Charon ist ja theoretisch auch der Name von dem... von demjenigen, der über den Styx fährt. Oder Charon, oder wie auch immer der heißt. Der Fährmann. Meistens auch als tot gesehen, weil er die Seelen abholt und dann ins Totenreich begleitet, aber... diesmal vielleicht sogar nicht. Zack. Und Gelefe. Na komm schon. Zack. Und nochmal die Gelefe. Boom. Hier fetzt wie's Vieh. Bam. Und nochmal rankommen bitte. Zack. Gegner tot. Dann, okay. Nichts Besonderes noch fallen gelassen. Alles noch im Bereich des Normalen. Ich glaube, ich laufe jetzt trotzdem in die richtige Richtung. Ne? Ich bin ja... Hier ist die Brücke. Ja, ich bin jetzt in eigentlich richtig. Ich hoffe, das Ding geht auf. Es geht auf. Cool. Und zu... eigentlich müsste so ein großes Tor nicht so schnell aufgehen. Aber naja, ist ja... man tut halt, was man kann. Und nochmal ein Gläfenstoß. Super. Wer will als nächstes haben? Und nochmal, was so schön war... wieder ran. Das fetzt einfach nur, dieses Ranziehen. Okay, das waren alle. Und bam. Wieso will denn der nicht? Bullshit, rankommen. Du wolltest nicht beim ersten Mal gezogen werden, das ist jetzt sein Pech. So, dummerweise kann ich die nur zweimal treffen und ich kann die dummerweise nicht mitschleifen. Das wäre eine cooles Gimmick gewesen. Na komm schon. Ich dachte eigentlich, man macht auf dem Pferd mehr Schaden als sonst. So wird zum Thema mehr Schaden. Na komm schon. Na gut, hier hätten wir eigentlich alles mitgenommen. Schauen wir uns mal an, wo wir hier denn rauskommen. Hört sich alles so an. Aber na gut, die singenden Steine werden wahrscheinlich nur im Schmiedeland sein. Das würde nämlich als einziges Sinn machen. Und die haben mir gesagt, der Stein trägt sich von alleine weg. Und das Portal, das war ja eigentlich nicht begehbar von Anfang an. Na komm schon. Ada boom, wundervoll. So, hätten wir die Gegner besiegt. Wo kommen wir jetzt hier ran? Welche Tür ist das? Und wieso ist die Tür verschlossen? So ein Bullshit. Ich mache mir eine Mühe, hier hinzukommen und die Tür ist verschlossen. Ich kann ruhig mal so nett sein und das Ding aufmachen. Na gut, dann komme ich halt später dahin. Hier gen Süden komme ich jetzt auch nicht. Da muss ich jetzt nochmal hier hin. In die Breche, genau. Schnellreise. Gebe die Punkte... keine Ahnung, was das gerade war, aber... ja, das ist einfach nur der Gang weiter. Sind das eigentlich dieser... das, was so aussah wie der separate... wie die separate Tür? Nee, das ist es nicht. Hier ist noch eine separate Tür. Die werde ich mir nochmal angucken müssen. Wir werden uns mal kurz aufs Pferd schwingen. Die Gegner sind so weitläufig, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen, die Gegner überhaupt zu killen. Genau dahin will ich jetzt erstmal schauen. Wohin kommen wir da eigentlich, wenn wir da hingehen? Und die leuchten auf, die Schädel. Das ist cool. Na dann, wo sind wir? Und die Minimap, ey. Wenn man sich so dreht, dann hat man... boah. Durch diese Wendeltreppe. Oh, Alter. Ich hasse Wendeltreppe. Höhle des abgesetzten Königs. Na also. Schauen wir uns also mal auf dieser Ebene an. Okay. Ich muss irgendwie da hin. Wie komme ich da hin? Das wird deswegen doch gar nicht mal so einfach hier. Oh shit. Ey, wie kriege ich denn das Ding? Ich könnte die vielleicht mit der... nee, das kommt da nicht hin, leider.
Und hier rüber irgendwie dashen, aber da muss ich erstmal irgendwas hinschieben oder so. Kann ich das Ding hier schieben? Nee, will nicht. Ich hab's ja auch geschlagen. Kein Wunder, dass es nicht will. Ist ja logisch. Merken wir uns auf alle Fälle mal das Ding da hinten. Vielleicht. Ich kann ja noch nicht mal hinjumpen. Aber wenn ich jetzt hier runterspringe, müsste es mir eigentlich auch die Karte aufdecken. Nee, doch nicht. Na gut, dann muss ich irgendwie separat dahin. Schauen wir uns mal an, wo wir hier jetzt hingehen. Ah, Skarabäen. Super. Ah, nicht schon wieder diese Dinger, ey. Die sind echt schlimm. Und nochmal, was so schön war. Und bam. Ja, der Dash-Move ist eindeutig geil. Bam, bam. Und nochmal, was so schön war. Gut, Gegner daran. Der Vogel bringt mir jetzt nichts. Der hat mir nur den Weg irgendwohin gezeigt. Oh mein Gott, wo sind wir? Wow, Alter. Geht ganz schön ab. Ich darf mich nicht von diesen Skeletten treffen lassen. Okay. Bam, und dann auch das hier. Zack. Okay, wieder mal was tot. Ladidadidu. Oh, ne, Moment. Badabu. Und dann noch die hier. Komm schon. Zack. Ich liebe diesen Klebestoß. Der ist echt geil. Zack. Und noch ein Gegner weg. Dann das hier. Aber ich regeneriere für meinen Geschmack noch einen Tick zu wenig Leben. Alter, und die Kamera dreht sich und dreht sich. Okay. Haben wir alles wunderbar geschafft. Was ist hinter dieser Truhe? Wunderbar. Und wieder mal ein schöner, neuer, wahrscheinlich verbesserbarer Schlagstock. Wo ist er denn? Da! Genau das Ding. Besessene Keule. Die wird entweder gut sein oder nicht. Das werden wir bald sehen. Naja, werden wir später wahrscheinlich sehen müssen. Okay. Edugov. Wo ist jetzt die Karte? Die Karte ist hier. Und dann wollte ich eigentlich noch, wenn ich schon nicht... So, da können wir wenigstens mal das Ding hier aktivieren, damit ich ungefähr weiß, wo ich denn hin muss dafür. Schauen wir mal an. Wo um alles in der Welt sind wir hier? Ach, das ist unsichtbar! Alter, das Ding macht mich... Das Ding macht mich wuschelig, was bist denn du? Das funktioniert nicht. Wie krieg ich dieses Ding kaputt? Egal, solange mich das Ding nicht angreift, bin ich eigentlich so aus dem Schneider. Na dann, hier ist wieder was zum Klettern. Sehr viele, sehr, sehr viele, sehr, sehr... Boah, Alter. Den habe ich gar nicht so wirklich wahrgenommen, diesen Skeletttypen da. Oh Gott, hier kann man runterfallen. Nicht cool. Oh Mann, Alter, das soll doch mal aufhören hier. Und rüber, so wie es zu sein hat. Wow, knapper Spaß. Aber wir haben wieder eine schöne Münze. Beim Händler Wohlcreme gegen besondere Waffen eingetauscht werden, ist klar. Ist klar. Na, super, aber jetzt Geld liegt jetzt da und... Wie komme ich jetzt da? Okay, das ist wieder sowas und... Oh, gut, das war natürlich die einfache... Variante, darüber zu kommen. Naja, wenn man steht und nichts macht und allgemein bloß, ja, wie gesagt, steht und nichts macht, dann regeneriert sich das Leben schon relativ angenehm, aber das war's halt. Na dann schauen wir uns mal an, was sich denn da noch so verbirgt. Wir brauchen auf alle Fälle noch einen Schlüssel, um das ganze Ding mal aufzuschließen hier. Das ist ein Geist. Wie kriege ich den Geist kaputt? Ich muss wahrscheinlich... Ja, ich muss diese Invis-Sache sehen können. Ich brauche wieder so eine Maske. Ei? Ist mir das vorher nicht aufgefallen? Dieses Relikt hier. Na, super. Ich bin einfach hier vorbeigelaufen. Wie ignorant ich doch war. Na, Gott. Ich habe es jetzt gefunden und das ist gut so. Was ich denn jetzt eigentlich... Aha, hier kann man hochklettern.
Moment mal. Ich kann hier nach links klettern und nach rechts klettern. Jetzt die Frage, wo will ich lang? Ich will mal nach links lang gehen. Weil das scheint mir ziemlich interessant zu sein. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Wo kommen wir raus? Ah! Heilige Schriftrolle des Seelenlenkers. Folge diesen Koordinaten, um ein Geheimnis im Labyrinth des Seelenlenkers zu enthüllen. S.O. Südosten. Okay, das... Erst Süden und dann nach Osten. Okay. Nehme ich mal stark an, so ist das gemeint. Finde die Toten und so weiter. Ist hier noch was? Verlorene Relikte. Die verlorene Relikte von Ostigoth. Kenne ich. Okay, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich hier noch irgendwo separate Sammeldinge habe. Hier. Die Schriftrolle des Seelenlenkers. Bereich 01. Geheimnis Südosten. Okay, wie komme ich jetzt nach Südosten? Es hat ja nicht Südosten geschrieben, sondern einfach mal nach Süden gehen und dann nach Osten. Dann schauen wir mal wieder auf die Karte. Das ist nicht, hier ist nirgendwo Süden und hier ist auch nirgendwo Osten. Bereich 01, wo ist denn mal 01? Das ist Ebene 1. Check ich nicht. Könnte auch der sein? Na gut, wir gucken auf alle Fälle mal weiter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie eine Möglichkeit, da hinzukommen. Und nochmal weiter runter. Super. Und nochmal. Wundervoll, so muss es sein. Oh, Moment mal. So, und dann wieder fallen lassen. So muss es gehen. Okay, wie kommen wir denn... Könnte man versuchen, da... Ach, shit, das ist ja verschlossen. Na, klasse. Und das Ding hier kann ich nicht so einfach auf... Doch, kann ich eigentlich schon. Oh, fuck, ey. Wieso ist mir das jetzt nicht aufgefallen? Na gut. Ich hoffe, man kommt hier simpel und einfach hoch. Ich hoffe, es ist nicht zu hoch. Ja, es klappt. Na dann, gehen wir mal nach links wieder. Und wieder auf die andere Seite. Na komm schon. Man muss hier eindeutig nach oben wegjumpen. So, das müsste doch eigentlich... Ah, oder man muss nicht nach oben wegjumpen. Shit. Ei. Da ist ein Gang. Sehr interessant. Wie kann ich jetzt diesen Gang bloß erreichen? Na gut, wir gehen jetzt auf alle Fälle nochmal zurück zu diesem... unsichtbaren Kreaturen-Dingens. Vielleicht kann uns diese Schriftrolle ja irgendwas verraten, was wir damit machen könnten. Es wäre zumindest eine Möglichkeit, hier irgendwie weiterzukommen. So, das hier sieht aus wie was Besonderes. Nö. Hier. Das funktioniert nicht. Ja, dass es nicht funktioniert. Da gibt es auch einen Schlüssel. War mir fast schon klar. Ah, Mann, ey, Mann. Hier kommt man auch nirgendwo hin und hier auch. Aber ich... Ah, Moment mal. Gehen wir nochmal... Ne, das war der falsche Zurückweg. Wir müssen hier zurück. Ich muss nämlich erstmal gucken, was sich denn auf den anderen Ebenen noch alles so abspielt. Na komm schon. Na ja. Und nochmal nach oben, und nochmal nach oben, und nochmal nach oben. Das ist so geil, wie der so jedes Mal nach oben hechtet. So, hätten wir das. Ich habe nämlich nicht so jedes Mal die Lust, zweimal E zu drücken. Da springt man doch lieber nach oben und jumpt dann nochmal anständig weg. So, schauen wir mal weiter. Hier geht es immer noch eins nach unten. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche ganz speziellen Sachen. Wenn nicht, dann muss ich wirklich die Hauptquest so weit spielen, bis ich alle separaten Kleinigkeiten gefunden habe. Aber ich mag sowas eigentlich nicht.
Oh shit. Das war. Wenn wir Glück haben. Alter. Okay, wie komme ich jetzt hier nach oben? Ja, das ist jetzt die Frage. Ah, da, gut. Wieder nach oben und wieder dashen und wieder dashen und wir sind da, sauber. Wieder mal eine feste Kamera. Da hat es eigentlich nichts verloren gehabt. Nicht so wirklich zumindest. Sonst kommt man ja auch ziemlich gut klar. Und hier ist der Schlüssel drin. Ich weiß es da. Ja, so muss es sein. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Wo ist jetzt wieder dieser. Oh fuck. Ich muss wieder nach unten. Wieder nach unten. Und wieder nach unten. Ah, dieser. Jetzt gibt's wieder Leap of Faith Action hier. Bada boom. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Das fällt so derbe. So, und wenn man jetzt hier weiter runter geht, wo kommt man denn da hin? Das will ich jetzt ja auch nochmal rausbekommen. Alter.